Alright, Chat, falls ihr beim letzten Mal nicht da wart, wir zocken heute die Turbo-Map. Die ist turbo-schwer. Also for real, die ist so insane schwer. Ihr checkt das nicht. Das ist mit Abstand die schwerste Map, die wir gemacht haben. Bei, also wirklich, es kommen so viele Gäste, so schnell. Wegen mir. Und es kommen nach jedem Tag kommen mehr Sachen dazu. Es ist wirklich insane schwer. Ich würde sagen, Basti, wir gehen heute für ein Gericht, was easy ist. Ja, müssen. Beim letzten Mal haben wir Pute gemacht. Das war schon sehr easy. Was denken wir über Burger? Burger. Einfach Burger oder Steak? Warte mal, was war nochmal Burger? Burger war... Ja, Burger ist halt auch echt simpel. Und Burger gehen immer. Also ich muss halt dafür halt Patty braten und dann halt ab ins Bun. Es ist nur Fleischbraten und ins Bann. Ja. Yeah. Was ist der Go-To? Bei Steak haben wir halt drei verschiedene Bratstufen. Brauchen wir bei Burger den Mixer, Basti, für das Fleisch oder so? Was musst du machen? Wir haben noch, einen... Nur einfach auf dem Grill. Okay, easy. Kennt ihr noch diese Werbung von Froop oder wie das hieß? Dieses, Froop! Das kommt dann in den Mixer. Froop! Dann haben die immer so gebrüllt, Junge. Ja, ich hab gehasst, Digga. Fruchtalarm! Das kommt dann in den Mixer. Seit wann mixt man das Fleisch, Mann, Junge? Lasst Kevin in Ruhe, er kann besser kochen als ihr. What the fuck, Mann? Bro, was ist denn das für ein... Also, guck mal, Suns out, Buns out. Hey, gehst du nachher noch ein Suns out, Buns out? Kevin, du kümmerst dich auf jeden Fall um Arbeitsteilung. Wer das nicht kennt, ich bin der Küchenchef, ja, wirklich der Master. Und der Kevin ist halt Bedienung, Servicekraft und halt ein bisschen der Organisator. Und jedenfalls derjenige, ja, der auf jeden Fall viel, viel mehr für uns macht im Team. Der auf jeden Fall alles koordinieren, navigieren muss. Ich bin halt wirklich nur der Koch, der mir gar nichts eigentlich macht. Ganz kurz, wir fangen so nicht an hier. Ja, komm. Alright. Sag's mir doch mal ins Gesicht. Red mir doch mal mit. Wir haben noch nicht angefangen. Nein. Neuer Tag, resette deinen Kopf. Ich weiß, wir haben uns vorgestern oder wann es war, ein bisschen angeschrien. Muss aber auch sein. Und, you know, aber wir machen beide gleich viel und gleich gut. Machen wir. Dann sage mir einen kreativen, coolen Namen für unser Restaurant. Fleisch und Brötchen. Kevin, bitte. Reiß dich zusammen. In Köln gibt es so Namen wie Bunte Burger oder so. Der Twist ist nur, bei Bunte Burger sind die Burger nicht bunt. Das ist doch ein wackes Branding, oder? Das ist sehr kacke. Sag ehrlich. Ja, bei Bunte Burger sind die Burger nicht bunt. Dann sollten sie, ja, dann sie müssen bunt sein. Die sind einfach nur lecker. Gibt es wenigstens eine Anspielung auf SpongeBob? Nein. Digga, wirklich, also Fleisch im Brötchen wird geroastet und dann nimmt der Mann Burger-Paradies. Also Jungs, also wirklich, Basti, jetzt hab ich's verloren. Excuse-moi, was steht da? Oh, sorry, Burger-Paradies. Ja, und ist es besser als Fleisch und Brötchen? Hä, und warum Paradies? Wegen Basti oder was? Nee, damit es halt eine Alliteration ist. Nee, das kann ich nicht nehmen. Bleib da, wo der Fehler wächst. Dann, wenn du eine Alliteration willst, dann machen wir Bastis bunte Burger. Oder einfach nur Bastis. Gib doch mal so Popeyes oder so, checkst du? Oh, okay. Bastis, das heißt einfach nur Bastis. Und wo bist du? Ist egal, das ist einfach nur Bastis. Warte, wir machen Bastis. Bastis in Family. Nee, zu lang. Wir können, warte, wir kürzen dich ein bisschen ab. Das gefällt mir, warte. Wir machen die, Plaid Bastis. Plaid Bastis? Okay, finde ich gut. Klingt das ist Plaid Bastis. Ja, Plaid Bastis. Ey, das neue Plaid Bastis. Kennst du schon? Ja. Finde ich. Das ist echt ein guter Brandname. Plaid Bastis. Finde ich gut. Sehr starker Vorschlag. Okay. Ja. Okay. Lass uns überlegen. Wo machen wir die Tische hin, Basti? Hau mal einen Big Call raus. Tische? Es war schon die Strat, dass ich draußen bin und du kochst alleine, oder? Ich denke schon. Wir gucken mal, vielleicht ändern wir es noch, aber erstmal. Wir gucken mal, was noch so sagen, dazu kommt. Was sagst du hierzu? Willst du hier drüben kochen? Hier? Weil ja, da haben wir hier viel Ablagefläche. Ja. Willst du hier die Teller, also willst du da vielleicht auch direkt die Tische machen? Dann mache ich hier die Teller so hin. Ja. Alright, Chad, wir sind letztes Mal, glaube ich, bis Tag 6 gekommen. Das war gut. Wir haben aber auch 5-mal Tag 1 geblowt. Ich bin also sehr gespannt, was uns heute erwartet, Freunde. For real. Alright, auf ein... Wir werden das heute finishen. Ja. Wir werden das heute finishen. Wir müssen uns nur in unseren Kopf setzen. Wir werden das heute finishen, Chad. Lass heute ist der Tag. Uns machen, Leute. Alright. Jetzt ist noch alles entspannt. So, wir haben einen Gast. Er möchte, Basti... Oh, ein Doppelgast. Er möchte vermutlich einen Burger haben. Hey, yo, ihr müsst mal wissen, was hier abgeht in meiner Küche. Boah, die Burger braten echt schnell, muss man sagen. Ich glaube, ich muss erstmal durchbraten. Ja, irgendwie gefällt mir meine Küche noch nicht. Kannst du als erstes die Teller aus der Ecke nehmen, die ich auch nehmen kann? Hey, hier fehlt ein Teller. Was heißt das? Hier ist einfach nur, hier fehlt ein Brot, Bro. Was ist das für ein trauriger Burger hier? Warte. Digga. Oh, Basti, das ist bis jetzt, es ist so easy, ne? Ja, weil wir auch wieder drin sind im, also weißt du, wir sind so drinne, Digga.
Da stehen draußen ganz viele Menschen. Das ist gar kein Problem, Mann. Kannst du den Teller gleich rausnehmen? Ja, klar doch. Jetzt? Lass kurz zusammen den Abwasch machen. Ja. Klar doch. Schön immer den Burger vorher in der Spüle haben. Ja, easy. Bro, imagine, Digga. So ein Burger steht so auf eklig in der Spüle drin. Ja, Mann. Und zack, Bro, wir schaffen das. Erster Tag ist easy. Wie sieht's aus mit den Burgies? Kommen die noch, oder? Ach so, gibt's noch Bedarf. Kevin, unten. Ja, alles gut, haben wir alles unter Kontrolle. Du musst gleich mal mir helfen, die Dinger sauber zu machen. Ich glaube, wir brauchen ein paar Ablagen. Ja, hier bitte. Ja, ich muss mein Küchensetup muss gleich noch ein bisschen anders machen. Ja, ist fein. Wir haben alles unter Kontrolle, Basti. Wir brauchen auch noch mal einen Hinsteller für die Dreckigen. Die Dreckigen sind super kacko. Ja, am Anfang ist halt alles... Boah, hast du den Pre-Fire von meinem Teller gesehen? Holy shit! Fragst du die Kunden eigentlich, ob es denen auch überhaupt schmeckt? Sind die überhaupt zufrieden? Nee, ist mir scheißegal. Die sollen essen und die Fresse halten. Kevin, bitte mal jetzt einen anderen Ton, hä? Was ist denn heute los? Okay, ein Burgie noch, dann haben wir's. Willst du auch was essen, Kevin? Willst du noch, soll ich dir was machen? Soll ich dir ein Special? Nö, ich Hunger. Ein Special? Ich bin auf Keto. Wie heißt es? Keto? Nee, Keto. Nee, wie heißt es, wenn man keine Kalorien isst? Katheter. Keine Ketogene. Keta, ja. Nee, auf Keta ist was anderes. Ihr wisst schon. Oh, ich lieb's wirklich einfach, ein selbstständiger Geschäftsmann zu sein. Und wir haben ordentlich Geld verdient. 73 Euro vor Steuer durch zwei. Und wir müssen Miete, also Mitarbeiterkosten und auch noch den Einkauf davon zahlen. Yeah! Okay, was haben wir? Fügt gebackene Kartoffeln als Beilage hinzu oder Bestellungen werden von Gästen ausgeblendet, wenn man nicht in der Nähe ist. Yeah. Okay, das Ding ist, ich kann mir Sachen gut merken, Bro. Kevin, bitte, nein. Niemals. Nein, du überlegst du gerade for real die Kartoffel zu nehmen? Ja, weil, Kevin, also... Digga, auf keinen Fall rechts, hundertprozentig. Trust me, das ist so gut. Du meinst auf jeden Fall rechts? Ja, auf jeden Fall rechts. Okay. Ach so, dachtest du, ich will links nehmen? Ja, du hast gesagt, auf gar keinen Fall rechts. Oh, sorry, auf jeden Fall rechts. Boah, Spülbecken. Okay, Tresen brauchen wir nicht. Spülbecken? Spülbecken in die, nicht kaufen, sondern Spülbecken in den Schubfach. Und dann würde ich sagen, kaufen wir den Esstisch, Bro, und machen dann einen Reroller. Wir machen einen Reroller und hoffen auf einen Forschungstisch. Ja, clever. Kombinierer könnte man machen. Der könnte dann automatisch, da könnten wir dann immer ein Brot drauf machen und dann immer wenn das Fleisch fertig gebraten ist, dann würde es automatisch dann das zu einem Burger machen. Verstehst du, was ich meine? Oh, das ist eigentlich geil, weil wir haben ein simples Rezept. Was denken wir darüber? Ist das geil? Also das würde auf jeden Fall mal in Richtung Automatisieren gut gehen, ne? Ja. Chat meint Kaffeetisch. Was für Kaffeetisch? Gäste warten hier auf einen Esstisch. Ja, das ist perfekt. Dann haben wir mehr Zeit. Das ist mega OP. Ist es irgendwie smart, das hier so ganz rechts zu machen, dass die so mega weit laufen müssen? Nee, ne? Wir wollen ja, dass die schnell fertig sind. Wir wollen es eher so hierhin haben, right? Alright, ich glaube, das ist perfekt. Den Kombinierer solltest du auch kaufen, finde ich. Mache ich das so? Also ich packe dir dann die beiden Einzelzutaten einfach da rein. Ich denke gerade Quatsch, ne? Ja, nee. Nein, hier muss es nicht hin, Bro. Das muss bei dir hin. Das machst du dir vor die Kochplatte. Mach nicht jetzt, aber mach jetzt, I don't know. Aber im Grunde musst du das so machen, dass es vor der Kochplatte ist. Ja. Und dann, da wo das hinzeigt, muss die Herdplatte sein. Also mach da, wo der Kühlschrank ist, einfach den Kombinierer hin. Dann machst du den Kühlschrank oben, wo die Buns sind. Wo die Buns sind? Dann machst du die Buns unter den Kombinierer. So. Und dann musst du einfach nur einen Bun auf den Kombinierer legen, ein Fleisch auf den Grill. Und sobald das Fleisch fertig gebraten ist, merkt der Kombinierer auf, ich kann was kombinieren. Und dann schiebt er das Brot, glaube ich, auf die Herdplatte. Das wäre cool. Kannst du mal den Müll... Oder brauchen wir einen Greifer, das muss auf den Kombinierer raufgefahren werden. So kann es auch sein. Kann auch sein, dass es der ausgibt. Dann muss es, glaube ich, auf die Teller zeigen. Aber das bringt da nicht so viel. Wollen wir mal testen? Ja, ich glaube, es ist andersrum. Du musst es drehen und dann muss der Teller da stehen. Das heißt, für diese Runde ist es egal. Aber es ist trotzdem nice to have, I guess. Also stell ich überleg, ob wir noch einen Reroll. Ah, never mind, wir haben kein Money. Also stell ich ihn erstmal weg. Ja, was ist mit Metalltisch? Ja, lass mal. Sollen wir einen Metalltisch kaufen? Ja. Ist ein extra Tisch, aber ist richtig teuer. Ja, 30 ist nichts für Turbo. Ja, lass nicht kaufen, würde ich sagen. Chat sagt nein und ich fühl's auch irgendwie nicht. Lass reingehen, trust. Okay. Chat, ihr wirklich, falls ihr gerade eingeschaltet habt, das ist übelst die Tryhard-Map. Wir müssen uns richtig konzentrieren. Sonst schaffen wir es nicht. Das ist so fucking schwer. Wir haben gestern für Tag 1 irgendwie 4 Tries oder so gebraucht. Für fucking Tag 1. Aber heute haben wir uns vorgenommen, dass wir es knacken. Jo. Heute knacken wir es.
Heute lassen wir es krachen. Lass uns krachen, Bro. Tschüss, Bro. Der gibt mir 20 Cent Trinkgeld. So, ich pre-fire den Burger. Ich brauche unbedingt diese Schuhe, ne? Jo. So. Das hat keiner gesehen. Ich stell dir schon mal die Teller immer hier hin, ja? Ja, danke dir. Können wir allgemein so Sachen machen? Soll ich die Teller immer da hinstellen? Noch geht es auf jeden Fall. Mann, das Eklige ist halt bei dem bei den Burgern ist halt immer, dass ich ja auch so viel Fett habe. Schön, Bro, das läuft doch. Okay, jetzt musst du gleich mithelfen mit abwaschen. Ja. Weil es sieht ein bisschen nasty hier aus. Oh, sorry. Ja, der Teller da hinten ist verloren. Stark. Komm mal, easy, holen wir. Ich bin so nervös. Nein, alles gut, Bro. Wir saven das, trust. Alright. Mach Burger. Geht klar, Chef. Mann, Bro, ich verklick mich momentan so oft. Oder du kannst vom Ding her auch die Burger auf die Teller legen. Als kleiner Geheimtipp, wie wir schneller sein könnten. Hey Kevin, ich merke deine selbst toxische Art gerade ein bisschen. Ja, du musst hier schnell mit abwaschen, Bro, sonst haben wir keinen Platz. Schnell noch rein. Friss, los! Du musst mehr Burger machen, Bro. Ja, kommt. Nein, das sind zwei! Schnell! Gib mir Teller! Komm, iss, los! Digga, diese riesen Pfütze! Iss! Wir bauen schnell noch einen, Bro. Schnell! Digga, ich hab hier eine riesen Pfütze, ich kann nicht laufen! Iss, los, der letzte Gast! Ja! Ja! Okay, jetzt brauchen wir Schnellburger, Bro. Ich kann nicht, ich hab den Weg versperrt mit der Pfütze. Schnell noch ein. Wir haben es gleich geschafft, Bro. Alles easy. Ganz ruhig runterzocken. Ich bin ganz nervös. Kannst du mir einen Teller drauf machen noch? Ich muss unbedingt die Küche gleich noch upgraden. Alter, Burger sind so scheiße wegen dem Fett. Alles gut, wir müssen es nur runterzocken jetzt. Ist ein No-Brainer, Bro. Trust me, es ist der Run. Kannst du mir gleich noch die frischen... Haben wir noch mehr Teller irgendwo? Nein. Ah, fuck, Mann. Der Bro hat hier noch... Der ist tot. Nein, nicht den Burger. Achso, der ist tot, Digga. Bro, Stefan, du hörst das aus der Küche. Du sitzt so chillig in dem Restaurant und der Koch ruft so... Der Kellner will so rausgehen und der Koch sagt so... Nein, der ist tot. Bro. Boah, Kevin, das Setup ist hier so scuffed. Boah, ey, GG's. Digga, da unten sitzt doch einer! Da unten sitzt doch einer, das ist er! Digga, das muss hier ganz alles nochmal geändert werden. Oh mein Gott, GG. Holy shit, das ist Tag 2, Chat. Wir sind bei Tag 2. Zu viele Fehler. Katastrophe. Zu viele Fehler gemacht. Katastrophe. Okay, der Wartetisch ist sehr OP, aber der bringt uns über viel. Okay, was haben wir hier? Kunden werden durch Sauerei verlangsamt oder Spieler gehen in der Nähe von Gästen langsam. Ja, wir müssen links nehmen, hundertprozentig. Ist es uns nicht egal, wenn Kunden langsam laufen? Kunden werden durch Sauerei verlangsamt? Ja, dann gehen sie halt langsamer raus. Ja, ist ja egal. Rausgehen ist easy. Solange sie aufgestanden sind, ist es uns scheißegal. Ja, dann oder links. Ja. Wir scheißen doch drauf. Okay, wir haben noch einen Esstisch, den würde ich... Du mal sagen, dass wir den safe kaufen. Forschungstisch. Instant kaufen, instant koppen und neben das Ding hinten stellen. Gib mir den Forschungstisch, Bro. Und den, dieses Ding da hinten. Digga, Forschungstisch ist so broken. Wir haben sogar noch ein Spielbecken. Ich will den Kasten auch, Bruder. Welchen? Verteiler? Den. Genau, den. Ja. Alright.
Da ist noch ein Blaupause-Kabinett, Basti. Das sollten wir auch kaufen. Dann können wir mehr als eine Sache saven. Ja. Das kaufen wir. Den Esstisch kaufen wir. Wischer ist auch. Vorschläge für den Esstisch. Ich glaube, ich mache den Esstisch dahin, wo der Wartetisch ist, und mache den Wartetisch dahin, wo hier ist. Wir haben sogar noch den höheren Geschirrstapel. Den finde ich eigentlich auch immer sehr wichtig. Ja, ja, den auch. Und den tauschst du hier mit. Den da oben brauche ich. Den bitte weg. Nee, mach den hier unten hin. Den machst du woanders hin. Und wir haben das Abtropfbrett, auch sehr OP. Aber eigentlich müssen wir Geld sparen. Ich würde auf jeden Fall das zweite Blaupausenkabinett kaufen. Boah, kann ich den Wischer haben? Ich brauche den hier in meiner Fettküche. Nein. Lass den Wischer lieber upgraden. Aber du kannst mir den geben, dann machen wir ihn zu einem Robot. Alright. Okay, ich grade dann direkt beide ab, oder? Ja. Geh direkt all in. Okay, wir haben ein größeres Waschbecken bekommen und den besseren Wischmob, aber leider noch keinen Roboter. Ja, wir müssen noch einen Tag müssen wir noch machen, dann haben wir den Roboter und die Waschmaschine. Ein Geschirrspüler, Kevin. Ja, das meine ich. Ey, kannst du versuchen, die Teller von hier unten zu nehmen? Ein Ding? Ja, oh, sorry. Wenn ich schon also. Du ja. Musst die Teller hier wegmoven gleich. Ich muss die Teller jetzt hier wegmoven und die Teller da oben sind mega scheiße, die brauche ich als Spot. Klar, dann kriegst du halt keine Burger. Wann soll ich dir denn die Burger bringen, Kevin? Das ist ein Voice Crack. Mann, oh, ich bin halt so viel am Streamen und so viel am Reden und am Schreien und muss immer so viel. Kriegst du gerade Abwasch eigentlich ganz gut alleine hin? Oder? Ja, ich glaube, ich muss das alleine hinbekommen. Die Welt verlangt es von mir. Ja, und den Rohwald bald. Mann, Bro, was ist denn das für ein Schwimmbad schon wieder hier? Oder du musst hier gleich mal die Teller rausnehmen? Bro, ich muss auch braten, ich komme nicht hinterher. Das ist mit der... Ich brauch so dringend einen Wischer, ne? Kevin, ich brauch den so dringend. Brauch schnell einen Burger. Hier. Mann, Bro, lass mich doch die Teller machen, Junge. Aha, jetzt sind wir schon... Okay, egal. Oho, Alter, ganz kurz bevor du drückst, guck mal unten die Schlange. Alter, habt ihr die Schlange gesehen, Männer? Kevin, ich kriege das... Holy shit, das ist Tag 3. Ich kriege das nicht hin, weil es sind zu viele Fettkrusten an meinem Herd. Pray to chat, Jungs. Wir müssen jetzt hier rein. Vollgas. Nee, lass ruhig so. Ich glaube, ich mach's so. Ach so, ja. Nee, warum? Du musst doch das Fleisch... Mach, wie du denkst. Bumm. Ja, komm. Achso, ich muss upgraden, ja. Guter Burger, Brater. Food, das ist wie ein Foodtruck, Basti. Es ist einfach wie ein Foodtruck. LKW. Du liebst LKWs. Ja, geht's dir gut, Basti? Willst du sagen, die Stimme kommt näher? Mann! Digga, vorhin kam Phil um mich besuchen und ich dachte, weil ich habe so rumgeschrieben, Herr Vollgeist. Ich dachte, jetzt ist es soweit, Digga, mit die Vermieter beschweren sich. Warte mal, während ihr Vollgeist gespielt habt, kam er zu dir. Danach. So. Wir schaffen das, Basti. Ja, ich bin auf. Das ist eine große Schlange, aber wir schaffen das. Du musst mir vielleicht gleich mal helfen, ein bisschen sauber machen. Einfach die Teller rausnehmen, genau. Die Teller einfach unter die Burger packen direkt. Schön, Bro. Schön, King. Genau, jetzt einfach unter die Burger packen, das wäre krass. Bei dem auch nochmal. Und, ja, oh mein Gott, Chad hat recht, der unten braucht seinen Burger. Guter Call, hätte ich fast vergessen. Alter, wir haben so gutes Pacing, Bro. Dranbleiben. Machen wir sehr gut. Mir gefällt mein Küchensetup sehr, sehr gut. Ich bin stärker als die Pfütze. Ja, jetzt bei mir ist Pfützigkeit gerade auf Maximum, Bro. Ich brauch dich gleich beim Saubermachen. Digga, sein Teammate kommt hier nicht zum Essen pünktlich. Boah, wir brauchen so krass den... Basti, ich sag dir ehrlich, wir brauchen den Roboter draußen. Bro, wir brauchen zwei Roboter. Ja, aber erstmal brauchen wir ihn draußen. Du musst sauber machen, bitte. Mit. Schnell. Sehr, sehr wichtig. Prio. Sauber machen, weiter, genau. Mehr. Wir müssen voll sauber machen jetzt. Oh mein Gott! Boah, ist das verrotzt hier in dem Laden. Mann! Digga, wo bist denn du? Bist du auf einem anderen... Ups. Digga, Ken! Oh mein Gott!
Achso, ich muss ja noch Burger braten. Schnell, Bro, schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, das ist so knapp, Bro. Wir brauchen unbedingt Burger. Gibt's einen einzelnen? Aus dem Weg. Hau ab, Junge, hau. Ach, Digga, ich lösch mich. Du musst sauber machen, bitte. Bitte, Bro. Is. Ist, los, ist. Oh mein Gott. Alter, ich hab Vollgas gegeben. Aber ich auch. Ey, wir hatten zwei Gäste noch draußen. Alter, es war so knapp. Wir lassen einfach direkt einen Chat. So sehen ihre Burger aus. Zeigst du denen die Burger, die sie erwartet? Ja. Ey, es sind so viele Gäste. Es ist insane. Aber es ist auch ein guter Laden. Insane. Wir müssen es jetzt noch so machen. Es muss nur einen Tag müssen wir durchhalten. Danach haben wir eine bessere Lösung für alles. Wir brauchen diese Upgrades hier. Deswegen müssen wir einen Tag überleben. Mit diesen Upgrades ist unser... Wir haben den Geschirrspüler bekommen. Wir haben direkt den... Alter, das ist sogar noch besser, Bro. Wir haben direkt den... Alter, das ist so gut, dass wir neu angefangen haben, weil wir jetzt den... Wir haben jetzt den Geschirrspüler direkt, wir haben das bessere Upgrade bekommen. Kevin, dann reiß dich jetzt zusammen und mach das Ding. Alter, der ist so wichtig. Den müssen wir jetzt rasieren. Direkt gigantische Pfütze hier. Ja, ich habe mir auch einmal sauber gemacht. Ich muss es auch sauber machen. Ja, mach das. Boah, die Musik ist viel zu chillig für das, was es ist. Sorry. Alles gut. Bitte Teller aus der Spüle gleich nehmen. Oder ich mach. Oh mein Gott. Sorry, war am Trollen. Alles gut. Sauber machen. Oh mein Gott. Oh, um den Teller, oh mein Gott. Wir brauchen schnell essen. Kriegen wir alles hin. Abspülen. Bro, da ist ja nicht. Sehr wichtig. Da ist doch nicht mein Teller drin gewesen. Ja. Ich hab nur geprefired den Call. Verpiss dich, Mann. Verpiss dich! Abwaschen, bitte. Sehr wichtig. Abwaschen. Bro, ich kann nicht immer nur abwaschen. Ich muss auch Burger machen. Doch, ist sehr wichtig. For real. Trust. Abwaschen. Mann. Sorry, ich mach. Sitzt doch irgendwo einer alleine? Nee, ne? Hier, Burger. Sorry. Mann, Junge. Komm mal, ein noch. Ich geb mir einen Burger, schnell. Bitte geht. Oh mein Gott. Ja. Okay, let's go. Jetzt runterzocken. Kevin, jetzt einfach bitte keinen Fehler. Nimm doch den Teller. Ganz fertige Teller nehmen, muss nichts mehr sauber machen jetzt. Oh mein Gott. Ist das schön. Oh mein Gott. GG's. G fucking G's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tag 3, Leute. Oh mein Gott. Aber jetzt dürfen wir nicht mehr failen. Wir haben jetzt nur noch ein Try. Man kann nur resetten in Tag 3. Oh, da unten sind noch welche. Ja, Bro, was hast du gedacht? Die hab ich nicht gesehen. Digga, jetzt leider hier los, setz dich hin. Okay, jetzt haben wir es. Oh mein Gott, GG. Das ist so gut. Wir haben den Geschirrspüler jetzt. Ihr checkt das nicht. Es ist der perfekte Run. Digga. Oh mein Gott, Alter, das war ein Hustle. Okay. Jetzt Mandarin. So. Mandarin. Wenn jetzt mal, bitte jetzt. Oh mein Gott, bitte, Jungs, wünscht uns zurück. Bitte, dass wir jetzt ein gutes Upgrade bekommen. Wir brauchen jetzt ein gutes Upgrade. Come on, bitte. Mandarin. Links. Ja. Jetzt können wir nach Ladenschuss kommen. Easy. Das ist so easy.
Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist so easy. Oh mein Gott, wir haben so gute Perks bis jetzt. Alter, wir sind so lucky. What the fuck? Okay, Bro, pass auf. Wir haben einmal den Dauerwischer. Bro, und wir dann haben wir den... Oh, guck's dir an. Guck's dir an, Boss. Guck's dir an. Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz geht auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go. Oh. Wir brauchen noch einen Esstisch, oder? Denk schon. Was mit dem Robo? Den haben wir noch nicht. Der muss noch einmal upgraden. Servietten musst du immer dann nochmal einzeln auf den Tisch stellen, ne? Ja, das ist Dogshit. Dogshit. Kein Esstisch, du bist überfordert. No front. Chad, ihr seid dumm. Ja. Dumm. Ich habe nicht mehr dazu zu sagen, außer dass es ein dummer Call ist. Ich überlege, ob wir rerollen, die Sachen, die gerade da liegen. Weil wir brauchen keinen Tresen, wir brauchen keine Kochstelle, wir brauchen keine Servietten, aber wir brauchen sowas wie ein Laufband, Bro. Imagine, wir kriegen ein Laufband oder einen Greifer im besten Fall. Boah. Dann können wir die Bands automatisieren, you know? Lass rerollen und hoffen. Ja. Come on. Preach. Greifer! Greifer! Wir haben den Greifer! Wir haben den Greifer! Das ist das, was wir brauchen. Oh mein. Wir haben den Greifer. Wir haben den Greifer, Junge. Oh mein Gott, das ist perfekt. What the fuck? Das ist perfekt, let's go. Okay, hier, Bro. Du weißt, wie du das machen musst? Ich glaube, ich überlege, was das schlauste Setup wäre. Es ist sogar noch der bessere Greifer. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oh, warte, was haben wir hier? Blaupausenschreibtisch. Der ist so OP. Basti, wir müssen den kaufen. Alles ist ultra OP. Denn du kannst vielleicht den Perk, also das Upgrade halt aussuchen. Wie funktioniert das? Muss ich das am Anfang der Runde machen, oder was? Muss es an so einem Ding stehen? Nee, ne? Ey, aber Kevin, die gefährliche Kochstelle macht ja vielleicht sogar Sinn. Ah, ganz kurz, sorry, Bro. Das switcht tagsüber alle 10 Sekunden und du musst es dann saven. Also wenn dann der perfekte ist, dann muss ich den saven. Ah, aber okay. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Das ist halt die große Frage, wo stelle ich den hin, Bro? Weil, also der müsste ja eigentlich in der Nähe sein. Aber ich habe legit keinen Platz. Ich lass ihn hier, oder? Oder warte mal, ich mach ihn bei dir rein, Bro. Du hast doch safe irgendwo noch einen Slot, wo du mal kurz rangehen kannst. Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann's probieren. Die gefährliche Kochstelle würde doch Sinn ergeben, weil das kann doch gar nicht mehr anbrennen. Ja. Weil es doch automatisiert ist. Also ist doch doppelte... Ja, es ist doppelt so schnell und es kann nicht mehr anbrennen. Das müssen wir bei der automatischen reinmachen. Ja, Vollgas, rein da. Auf der anderen Seite, auf deiner Frage, brauchen wir überhaupt eine schnellere Kochstelle? Es ist schon so oder so schnell, aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich das nur... Also ich glaube, ich mache es nur mit einer Kochstelle jetzt, oder? Weil ich mache ja sowieso nur automatisieren. Ja, würde ich sagen. An den Guy, der fragt, warum wir nicht auf der rechten Seite machen. Wir haben links einen größeren Tresen. Der Tresen ist mega OP. Ich mache das Ding jetzt vor die hinter die Buns, oder? Also es muss, genau. Also die Buns müssen jetzt rechts davon. Genau. Und dann, da wo es gerade, ich würde alles nochmal eins nach links verschieben. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich will nur mal für meinen Kopf ein bisschen... Holt euch zwei Spüler, einer wird immer überfüllt sein und trotzdem, und aus einem nimmst du die Teller raus. Ah, dass wir so Akimbo immer hin und her switchen. Ja, könnte man machen. Brauchen wir noch einen zweiten Wischer, also einen zweiten Wischroboter? Ja, ich würde halt auch gerne eigentlich einen haben. Ja, dann machen wir dir einen. Können wir ganz kurz, ich möchte erstmal ganz kurz in der Übungsrunde mit den Katzen gucken, ob das jetzt hier oben hier Sinn ergibt. Ja, machen wir. Nice, ja, das funktioniert. Boah, das ist geil. Das ist so sick. Ich liebe das. Ich liebe alles da dran. So, und jetzt erklär mir, was machst du ab jetzt? Erklär mir, was machst du an dem Punkt jetzt? Wie, was mache ich ab jetzt? Jetzt kann ich stacken und jetzt auf jeden Fall hier helfen. Jetzt mache ich hier, ne, Ordnung, gucke, ob alles läuft. Du merkst es selber, oder? Ja, Bro, wir haben zwei Katzen, die nicht bedient werden. Na, logisch, dass wir jetzt gerade nicht viel Stress haben. Ich muss aber hier mal gucken. Okay, wir machen 25 Subs, weil wir es verkacken. Okay. Ich krieg 25 Subs von dir. Und wenn wir es schaffen, Bro, du musst kellnern. Es ist so OP. Okay, wenn du mit kellnerst, dann ist es ein No-Brainer. Du gibst alles. 25 Subs und wenn wir geschaffen... Du wirfst gerade den Easy Tab 4 weg, weil du dich nicht blamieren willst. Aber die wahre Blamage ist, dass du es nicht mehr probieren möchtest. Naja, nein, ich schätze mich ja stärker jetzt ein. Ich glaube, dass wir es jetzt eher schaffen werden. 25 Subs, wenn wir es schaffen, an mich. 25 Subgifts, wenn wir verkacken, an dich. Okay, Alternative. Wir können auch beide in die Küche gehen. Aber wir müssen beide in dem Raum arbeiten. Entweder beide draußen oder beide drin. Das dann sind zwei Optionen, die wir haben. Dann beide drin. Wo ist der Unterschied? Ich bin in meiner... Du musst da genauso kellnern. Das macht gar keinen Sinn. Ich mag es. Du musst so oder so auch kellnern. Ich bin in der Küche. Die Küche, die ist mir... Das ist mir sehr wichtig. Dann können wir auch beide drin machen. Du musst nur wissen, bevor du die Bestellung annimmst, muss ein Burger mit Teller schon draufstehen. Checkst du? Also die kommen rein. Dann haben die ja diese Gott und diese Bimmel, damit die dann sagen, was sie wollen. Das drückst du doch nicht. Du stellst einen Teller hin, dann kommst du mit dem zweiten Teller und dann nimmst du die Bestellung an und stellst ihm direkt den zweiten Teller mit hin. Dann hast du den so geprefired. Aber guck mal. Und dann läuft der Timer nicht runter, weißt du? Weil wenn du ein Essen gibst, dann geht der Timer richtig schnell runter. Ey, ich glaube, wir werden überhaupt gar keinen Stress haben, ne? Wir haben gerade für den Tag 3 5 Tries gebraucht, Bro. Von denen du 4 verursacht hast. Okay.
Wir können auch beide reingehen. Es wird überschwer. Entweder wir gehen beide raus oder wir gehen beide rein. Aber eins von beiden müssen wir machen. Zu 1000%, Bro. 100%ig. Oder du gibst mir einen Tisch. Oder du gibst mir ein oder zwei Tische, die nur ich bediene. Bei denen du. Das hatte ich doch gesagt. Ja, ja, ja. Das habe ich gesagt. Wir okay. können sowas machen wie: drei Tische machst du. Aber natürlich, wenn es brenzlig wird, musst du auch mal einen anderen machen. Aber vom Ding her geht das. Ich nehme dir zwei Tische ab und mach die Küche. Ja, von draußen oder von drin? Von drin. Ich bleib in der Küche, du bleibst draußen, aber ich mach zwei Tische, die am Tresen sind. Boah, so ein Mix ist mega abgefuckt. Boah, ich weiß nicht, so ein Mix hört sich abgefuckt an, Bro. Ich hab das Gefühl, es ist besser, weil, guck mal, es kann der Fall kommen, dass du Zeit hast, aber unten muss einer gemacht werden. Und wenn wir beide draußen wären oder beide drin, je nachdem, dann könntest du alle bedienen. Es ist voll dumm, wenn du dich einschränkst. Also, ich würde entweder beide reingehen, oder beide rausgehen, aber nicht Hälfte, Hälfte. Das Problem ist, du hast halt auch so viel besseres Movement. Einfach bei den Pfützen. Ich bin da sehr krass überfordert. Ja, deswegen haben wir den Wischmob. Den Wischmob können wir kaufen. Den müsst ihr noch irgendwo rumliegen, oder haben wir ihn weggeworfen. Nevermind. Achso, warte, wir sind noch im Practice Mode. Doch, den Wischmob haben wir. Wir können den Wischmob kaufen. Wir können sogar rerollen vom Ding. Dann lass uns jetzt erstmal umbauen. Wir machen jetzt den Kevin-Plan. Komm. Genau, jetzt würde ich halt diesen hier machen, bla 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 bla. Und dann würdest du diesen machen. Zack. Und dann. Ich kenne natürlich. Dann musst du. Okay, jetzt ist halt das Ding, ne? Jetzt ist halt das Ding. Wir brauchen jetzt halt. Ich muss hier schon so stehen und warten und dann zack. Die Teller müssen weiter nach vorne. Der Teller muss hier hin, würde ich sagen. Ich kenne halt diese Mechanik gar nicht. Lass mich mal ganz kurz das annehmen. Ja, okay, pass auf. Genau, checkst du? Also so. Ja. Wir machen mal. Lass mal einen neuen Gast kommen. Ah, ich glaube, es kommen keine neuen. Lass mal nochmal neu machen. Komm. Die kommen gleich wieder. Okay. Tisch unten in der Mitte kann ich bedienen, doch von hier. Aber wir müssen halt hier was hinstellen. Das heißt, wir stellen das. Den Teller stellen wir nach hier. Dann können wir so bap, 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 bap machen. Und das Abtropfbrett stellen wir hier hin. Dann können wir hier so einrasten. Genau, checkst du und jetzt machst du den zweiten. Und jetzt machst du O und dann bubu. Weil wenn du das nicht machst, dann läuft schon diese Leiste ab. Und dann kannst du manchmal zu langsam sein. Verstehe. Genau, und wir stellen jetzt alles eins vor und machen dann. Okay, das ist gut, dass wir es getestet haben. Mach mal ELK. Wir stellen den hier hin. Den hier hin. So. Dann können wir von hier die Teller nehmen. Zack. Hier die dreckigen abstellen. Vielleicht hier noch eine hin zum Hinstellen. Was denkt ihr darüber? Hier noch eine hin zum Hinstellen? Ja. Könnte useful sein. Dann könntest du zum Beispiel, zack, hier einen Burger hinstellen. Zack, nächsten nehmen. Bup, 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 bup. Ist, glaube ich, smart. Okay, wird painful as fuck, aber wir geben unser Bestes jetzt. Alright, preach. Jetzt geht's ab. Ich hab Angst. Ich hab auch doll Angst, Bro. Was wir auch im Auge behalten müssen, ist dieser Atze hier. Wenn da irgendwas Sinnvolles ist, Chat, müsst ihr ausrasten. Bitte ein Auge drauf werfen. Bitte. Ja, aber Bro, erstmal müssen wir über den Tag kommen. Alright, hey Bro, wir werden uns so gegenseitig blockieren, Kevin. Ja, ich weiß. Es kann passieren. Okay, hab abgegradet. Oh. Okay, geh raus. Achso, du bist im... Okay, check. Oh, das wird die Hölle. Okay, du musst die rechts machen, ich mach die links oder sowas. Ja. Nimmst du auch Geschirr mit? Ja. Ich mach's erstmal nur hier rein. Immer Burger drauflegen, immer einen Burger ready machen. Ja, guter Take. Du musst auch das dreckige Geschirr noch, Ja. Guck mal, die 14 draußen jucken uns jetzt gar nicht, das ist übel geil. Ja. Ich brauche einen Teller, ich muss Teller... Ja, komm, nimm hinten welche, dass mehr im Umlauf sind. Achso, ja, klar. Wir brauchen mehr Teller in der Rotation. Achso, du machst ihn hier rein, Bro! Ja, oh, dafür ist es doch da! Sorry, das hab ich nicht gesehen. Ja, okay, mach das da rein, das ist gut. Das ist echt schon gut. An das andere komme ich ja gar nicht ran. Dann mach nur die zwischen, ich kümmere mich um den. Bro, den nächsten brauche ich. Okay. Bitte einen Burger braten. Die Teller unten, Bro. Das war dein Bett. Nein. Das war 100%. Ja, aber Bro, war ich zum ersten Mal Kellner. Aber Bro, also was soll ich jetzt machen? Also ich jetzt irgendwie, also was soll man machen? Sollen wir es dann lassen oder wie? Was ist das für ein Call? War ich zum ersten Mal Kellner, weil ich es überhaupt nicht... Ich check's, aber so... Ich hab das Auge überhaupt nicht dafür. Deswegen war ich die ganze Zeit dagegen. Ja, check ich. Aber wir mussten es machen. Ist no joke, ist die einzige Chance. Nein, ist es nicht. Wir standen uns mehr im Weg als alles andere. Wirklich. Einzige Chance gewesen.
Wir standen uns nur im Weg. Haben wir eine Möglichkeit, das jetzt noch zu resetten? Können wir so auf Cheater-Basis nochmal den Tag 4 wiederholen? Einfach fürs Feeling? Das Ding ist, wenn das Abtropfbett nicht gewesen wäre, Kevin, ich wäre nicht ein einziges Mal an frische Teller rangekommen aus dem Geschirrspüler. Es war viel zu eng. Ich check, dass es nicht perfekt war. Wir hätten es dann nochmal changen müssen, aber es hätte auf jeden Fall funktioniert. Hätten wir Teller unten weggebracht. Ja, obvious, dann hätten wir jetzt nicht verloren. Ja, ist obvious. Das kann ich auch sagen. Also nee, ich meine, wir hätten es geschafft. Also wenn du slightly eingespielter wärst mit dem Kellner, wär's perfekt. Aber wir hätten es auch verkackt, wäre ich nur draußen gewesen. Nee, ich glaube nicht, dass wir es verkackt hätten, wenn du nur draußen gewesen wärst. Doch, hundertprozentig. Wir müssen es schaffen. Und ich glaube, real rap daran, dass wir es irgendwann schaffen. Wir haben ein Ziel. Kevin, wir werden es hinbekommen. Wir kriegen das hin. Trust. Es war eine sehr gute Session. Sorry, dass ich da am Ende den arroganten Alpha da gemacht habe, Junge. Ja, das bist du schon immer. Ich hab's für die smartere Strat gehalten und ich find's gut, dass wir es getried haben. Du hast für den Content gethrown, also.